Guten Morgen! Wir sind hier am einen der letzten Tage von der Wanderung. Wie ihr es schon gehört habt, ich und Chiara, beziehungsweise Chiara und ich, haben beschlossen, dass wir die Wanderung ausgleiten lassen. Und ja, und die letzten Tage haben wir hier verbracht bei der Ariana in Bochum. Und es waren wunderschöne Tage. Danke dafür, dass du uns aufgenommen hast. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, so zwei Halunken wie uns da aufzunehmen? Ja, ich kannte euch ja schon vom Potluck in Leipzig und ich war ja auch bei dir schon. Und fand ich super nett, dass du uns damals einfach aufgenommen hast und dass wir in deinem Garten campen durften und uns in deiner Wohnung aufs Klo etc. Und von daher war ich froh, dass ich das jetzt zurückgeben konnte und ich habe das ja auch total genossen, dass ihr meine Gäste wart. Ja. Und du sprichst Rohkost Potluck an. Ich habe gehört, dass du selber eventuell jetzt ja auch beim Rohkost Potluck Organisatoren am Start bist, hier in der Ecke. Ist das richtig? Ja, also ich habe wirklich was geplant. Und zwar möchte ich am 8. Juli ein... Es ist aber kein explizites Rohkost-Potluck, es also ist veganes, ein veganes Potluck, ja. Weil ich nämlich dadurch mehr Menschen für die vegane Ernährung begeistern kann. Ich hatte das letztes Jahr im September schon mal bei mir zu Hause veranstaltet mit der Anna zusammen. Und das war wunderschön. Das ist war ein wunderschönes Erlebnis und da waren auch einige Leute dabei, die normalerweise sich nicht vegan ernähren. Und, also wo du Inspiration geben könntest tatsächlich. Genau, die sich echt haben inspirieren lassen und die einfach eine wunderbare Zeit hatten. Mhm. Und ja auch wiederum uns dann, also uns Veganer in Anführungsstrichen, bereichert haben. Mit Gesprächen, mit ihrer Anwesenheit einfach oder mit Sachen, die gemacht wurden. Obwohl, so viel wurde gar nicht gemacht. Und das ist jetzt, welche Region? Also wir müssen sagen, jetzt hier in Bochum, ist das direkt in Bochum dann jetzt hier, wo du das machst? Ja, das ist Bochum-Linden, das ist eigentlich schon Stadtgrenze Essen. Und da hast du da irgendwie eine Facebook-Veranstaltung oder irgendwas, was wir unten in die Infobox dann noch reinpacken können für die Leute, die jetzt aus Bochum in der Umgebung kommen? Ja, ich erstelle dazu jetzt Facebook-Veranstaltung. In den nächsten Tagen eine Veranstaltung auf Facebook. Okay, also die Facebook-Veranstaltung ist dann sozusagen unten. Und du selber, Rohkost-Potluck oder beziehungsweise veganes Potluck, wie ist es bei dir so 100% Rohkost oder wie handhabst du das? Interessiert aber viele Menschen, die jetzt, sag ich mal, der Rohkost so zugeneigt sind, wie du das real handhabst. Man muss jetzt sagen, du bist halt auch voll berufstätig als Arbeitnehmer, was viele halt auch immer dann interessiert. Nee, ich bin selbstständig. Selbstständig? Ah, okay, ich dachte, weil du in einem Ding bist. Ich bin Freiberufler. Ah, okay, alles klar. Und wie machst du das, also wie machst du das mit der Rohkost so, auch im beruflichen Alltag? Also ich habe Januar 2013 angefangen mit Raw Till 4. Und da hatte ich halt dann ungefähr 2 Jahre lang dann morgens immer einen Smoothie getrunken, wo ich aber auch das ist gut. Dann ziemlich viel immer reingehauen habe. So viel wie ich? Nee, nicht ganz so fettig. Also ich habe halt keine Leinsamen oder sowas da reingemacht. Ich habe eigentlich wirklich nur Obst und Grünzeug reingemacht. Viele Wildkräuter auch. Und mittags gab es dann, also anfangs habe ich eher so High Fat Low Carb mich ernährt. Und, echt? Ja. Krass. Obwohl das eigentlich die Phase war, wo alle so High Carb sich ernährt haben, glaube ich. Wann war das? Vor 2, 3 Jahren? Das war 2013. Da war doch gerade das High Carb so mit War Till 4 ist ja hier Banana Girl und so weiter. Ja. Da war doch eigentlich das die High Carb. Hatte ich dann noch gar nicht. Aber War Till 4 kommt doch von ihr. Das ist doch das von ihr. Ach so, ja. Das wusste ich nicht. Ich habe das einfach nur irgendwie. Okay. Also, das ist krass, dass du da High Fat machst, wo alle Leute. Ich habe das auch gar nicht als War Till 4 gekannt. Ich habe das einfach gesagt, ich mache morgens und mittags Rohkost und abends esse ich halt entweder nochmal was Rohes oder was Gekochtes dann. Ach so, das ist jetzt das nur. Das war jetzt gar nicht so explizit beabsichtigt. Ja. Und da hohen Fettanteil sozusagen? Genau, dann gab es am mittags oft irgendwie einen Salat mit Pesto oder sowas. Also war schon ziemlich fettig. Und den Smoothie hast du früh zu Hause gemacht, vor der Arbeit? Ich habe alles morgens immer zu Hause vor der Arbeit gemacht und einen Smoothie meistens so für 2, 3 Tage schon. Also ich weiß, das ist nicht optimal wegen der Vitamine, aber irgendwo muss man ja auch mal ein bisschen Zeit sparen. Habe ich dann gleich schon die Flaschen, in Glasflaschen abgefüllt und Salat dann für 1 bis 2 Tage. Den habe ich dann oft doch noch frisch zubereitet. Abends dann halt entweder was Rohes auch oder
manchmal auch was Gekochtes oder oft, je nachdem, wie ich Lust hatte. Das heißt, du bist zwar, sag mal, Rohkost ist für dich, ist das die beste Ernährung oder ist es nur die beste Ernährung im Zusammenhang mit Gekochte für dich oder wie siehst du jetzt gekochte Nahrung? Also ich kann es gar nicht so genau sagen. Also was ich halt auf jeden Fall beobachtet habe, ist, dass ich in den Monaten, wo ich mich ganz krass, ganz strikt ernährt habe, dass ich also strikt heißt 100% Rohkost oder was? Ja, schon so ernährend. 80 phasenweise, vielleicht auch 90 und 100, aber wahrscheinlich eher so um die 80, so 75-80% überwiegend, dass sich da einfach so viel bei mir verändert hat. Also ich hatte vorher oft mal so, ja, so melancholische Phasen und das ist komplett, ich hatte mein Leben lang wenig Energie, daran kann ich mich erinnern. Ich hatte schon immer wenig Energie, habe mich immer müde und schlapp gefühlt und das war das erste Mal in meinem Leben einfach weg. Es war weg und ich hatte mehr Freude am Leben, bessere Laune, mein Gedächtnis war besser. Ich habe ziemlich schnell abgenommen, ich glaube, es waren 8 Wochen 8 Kilo und die letzten 2, die folgten dann auch noch so in den Wochen darauf. Was gab es denn? Meine Sehstärke ist sogar besser geworden. Ich hatte schon immer, schon von Kindheit an, eine Hornhautverkrümmung, die ist weggegangen. Krass. Und auf jedem Auge, also auf der einen Seite war minus 0,75 Dioptrien und auf der anderen Seite minus 2,75 und die sind auch jeweils um 0,25 hat sich verbessert. Das ist immer, wenn man sowas hört, ne? Also, und mein Immunsystem war viel besser. Ich war vorher öfter mal krank und das war dann, in der Zeit war ich dann gar nicht mehr krank. Ja. Dann gab es leider eine Trennung, so dreiviertel Jahr später und direkt am nächsten Tag bin ich krank geworden und dann fiel mir es auch nicht mehr so leicht mit der Rohkost. Dann bin ich ausgezogen aus der gemeinsamen Wohnung, da hatte ich mich da auch gerade noch selbstständig gemacht, das kam echt alles auf einmal. Und dann gab es erstmal eine Phase, wo ich dann halt zwar immer noch morgens die Smoothies getrunken hatte, aber halt mittags dann, was habe ich denn mittags gegessen, ich weiß es schon gar nicht mehr so genau. Ich glaube, da habe ich oft improvisiert und abends dann meistens Nudeln mit Tomatensoße, einfach irgendwie sowas Fertiges halt. Ne? Ja. Und viel Schokolade nebenbei, weil ich auf der Arbeit auch mich viel gestresst gefühlt habe, keinen Ausgleich hatte. Und trotzdem hat dieser Gewichtsverlust ziemlich lange angehalten, muss ich sagen. Also ich glaube, ich habe erst 2 Jahre später zugenommen wieder. Aber ist ja auch kein Wunder, wenn man dann am Tag eine halbe bis eine Tafel Schokolade rein inhaliert. Ja, aber für dich denn außer Frage, Rohkost auf jeden Fall, gesunde Form der Ernährung, keine Mangelernährung oder sowas, sondern... Ja, wenn man das sehr bewusst macht. Und ich weiß auch nicht, ob das unbedingt für jeden Menschen das Richtige ist. Okay. Ich glaube, das muss man gucken für sich selber. Mhm. Aber sich auch sehr, sehr mit der Ernährung auseinandersetzen. Mhm. Na, interessant, auf jeden Fall. Also genau, was Ariana gesagt hat. Und das war bei mir auch so, dass ich einmal 2 Monate einfach so die 100% Rohkost dann mal getestet habe, obwohl ich schon im Vorfeld Rohkost eingesetzt habe, so mal 2-3 Tage. Aber das ist dann einfach, wenn du das Bewusstsein hast, dass es auf jeden Fall, dass dich fitter macht und dass es agiler macht und dass es auf jeden Fall einem gut tut. Und die Erfahrung habe ich gemacht und Ariane, du kannst auch sagen, die Erfahrung gemacht, dann hast du immer dann plötzlich auch den Fokus drauf und dann ist auch nicht so, dass du, ja wie gesagt, mit 100%, dass da versteift drauf bist, sondern du weißt, das ist das Optimum, aber ja, der Alltag, der ist, tust halt oft dann Kompromisse machen und... Ich muss sagen, so gut wie damals ging es mir jetzt schon lange nicht mehr. Also ist mal Zeit wieder für Rohkost, oder? Ja, also jetzt gerade sind ein paar andere Themen bei mir aktuell. Also ich habe jetzt mal so Herbalife ausprobiert von meinem Bruder, weil der da jetzt gerade mit angefangen hatte. Herbalife, und, was ist das? Ach, das Kräuterleben? Sind so was denn? Herbalife ist Kräuterleben. Ja, also Herbalife, das sind so Pulver und das ist so ein Konzept aus, ich weiß nicht, ob das aus England kommt, das glaube ich, wo du halt verschiedene... Also du hast Shakes, die du zu dir nimmst, so sogenannte gesunde Mahlzeiten, du hast so, wie heißen diese, Ballaststoffpulver, du hast Omega-3-Kapseln und Aloe Vera-Saft und so ein Kram. Und das habe ich dann so ein paar Wochen gemacht und muss auch sagen, dass es mir recht gut bekommen ist, aber es ist halt auch recht teuer. Also meine Haut ist dadurch viel reiner geworden. Das habe ich auch. Das hast du zusätzlich zu dem Essen genommen oder hast du das nur genommen? Das Frühstück habe ich dadurch ersetzt mit so einem Shake und das Mittagessen habe ich dann meistens irgendwie selbst gemacht, zum Beispiel Buchweizen Sprossen mit Banane und Beerenmix und Zimt, sowas habe ich dann halt teilweise mittags gegessen und dann abends dann nochmal eine Mahlzeit durch so einen Shake ersetzt.
Und also was ich jetzt sagen muss, ist, also ich habe vor 2,5 Jahren die Pille abgesetzt, habe sie vorher 17 Jahre eingenommen, ja. Hatte als Teenager halt Akne. Und aufgrund dessen habe ich die Pille dann halt irgendwann angefangen einzunehmen, weil ich da ziemlich drunter gelitten habe. Mhm. Und als ich es dann abgesetzt habe, kamen diese ganzen krassen Hautunreinheiten wieder. Habe ich auch mit der Rohkost nicht in den Griff gekriegt. Okay. Und ja, und ich muss ja echt sagen, dass das durch das Herbalife halt deutlich besser geworden ist. Ich hatte vorher was anderes mal probiert, das Amerika Estroblock hieß das. Mhm. Und das wurde von anderen Rohköstern so empfohlen, aber muss sagen, mir hat das jetzt nicht so sehr geholfen. Also das Das Herbalife, kann man das über Amazon bestellen oder ist das nur eine Website? Oder? Ja, idealerweise kontaktierst du jemanden, der das wirklich selber vertreibt, weil du kannst bei Amazon zwar die Produkte kaufen, ja. Aber was du nicht hast, ist die Beratung. Also er hat sich intensiv mit dem ganzen Ernährungsplan auseinandergesetzt und auch wie man das auf meine Bedürfnisse am besten zusammenstellen sollte und so. Das hast du dann natürlich nicht. Na, tue ich euch unten dann das verlinken, wo man sich dann vielleicht mal kundig tun kann. Ansonsten einfach mal bei Amazon ein Produkt und dann seht ihr zumindest, wie es heißt. Und dann könnt ihr ja dann bei euch dann nochmal informieren. Ah, okay. Cool. Also, und ich probiere jetzt nochmal was anderes aus. Und zwar heißt das Private State? Private State. Privater Staat. Nee, primal. Also es geht darum, den Darm in den ursprünglichen gesunden Zustand zurückzusetzen, zu versetzen. Und das ist halt, also es ist ursprünglich auch nicht vegan, aber ich hatte, also es ist so, also erstmal gibt es so ein Online-Gratis-Webinar, darüber bin ich darauf gekommen und durch Werbung auf Facebook für dieses Webinar. Okay. Und dann habe ich mir das Webinar da angeguckt und das fand ich ziemlich überzeugend. Das Wissen, was da erstmal vermittelt wurde. Als Quintessenz, ist das ein Pulver, was du einnimmst? Oder ist das? Nein, das ist ein gesamtes Konzept. Also es sind 4 Wochen, in denen du halt erstmal den Darm, ich weiß nicht mal, welche Reihenfolge das war, zuerst mal schützt du den vor schädlichen äußeren Einflüssen, also von Nahrungsmitteln, die ihm nicht gut tun. Also Zucker, Gluten und Salz. Oder nee, Salz ist ja nicht. Salz war es nicht, das war sogar Linsen. Linsen? Ja, aber ich hatte später nochmal mit dem Ötzi von Primal State gesprochen, weil ich Ötzi. Wollte, der heißt wirklich Ötzi halt, ne? Okay. Und der hat mir dann netterweise, also ich hatte gesagt, dass ich nicht zufrieden bin mit dieser Ernährungszusammenstellung, weil sie halt nicht vegan ist und dass ich das so nicht essen möchte und oder nicht ausprobieren möchte, das ganze Konzept. Mhm. Und da hat er mir halt Alternativen genannt und zu Linsen hat er dann gesagt, dass es halt wichtig ist, dass man die wirklich traditionell zubereitet, das heißt ausreichend einweicht und wässert, also 12 Stunden und lange kocht. Also ich glaube, das waren ungefähr 2 Stunden oder sowas und diese Schaum dann da wegmacht und ja. Und was hast du da so gegessen in dem Primal? Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ach so, okay. Das ist jetzt, weil das doch einiger Vorbereitung bedarf und da muss halt auch viel gekocht werden. Das ist halt das habe ich schon lange Zeit nicht mehr so wirklich gekocht und da müsste ich mich dann erstmal reinarbeiten und deswegen habe ich es. Warum reden wir da drüber, wenn du es noch gar nicht ausprobiert hast? Ach so, ich weiß nicht, das steht jetzt einfach in nächster Zeit bei mir an. Okay. Weil du gefragt hast, ob ich immer noch Herbalife esse und aus dem Grund esse ich das nicht mehr, weil ich jetzt das probieren will. Okay. Und auch weil es schon auch ins Geld geht, doch, muss ich schon sagen. Ja. Auf jeden Fall an der Stelle nochmal danke für echt, das waren jetzt glaube ich 5 oder 6 wunderschöne Tage, die wir bei dir hatten. Das war echt wirklich sehr erholsam und das war so, ich hatte ja am Anfang so bei der Anja das erste Mal, wo ich bei jemandem übernachtet habe, die mich das erste Mal so aufgefangen hat und ja, und dann sozusagen die Annehmlichkeiten der Zivilisation genießen konnte. Das war so echt ein total schöner Punkt und jetzt am Ende bei dir die Tage mit Chiara, das war auch einfach wieder Himmel auf Erden. Ja, für mich aber auch. Ja. Also ehrlich, total schön. Das ist schön. Ihr seid ein richtiger Segen, dass ihr da wart und seid. Also wunderschön. Genau, also für alle Leute nochmal, seid darauf hingewiesen. Also wird ja immer gefragt, boah, Leipzig ist so weit weg wegen Rohkost-Potluck. Am 8. war das, ne? 8. Juli? 8. Juli, genau. 8. Juli, Rohkost-Potluck in Bochum. Ist das Indoor oder Outdoor? Ich wollte es gerne Outdoor machen. Also wir haben einen Garten. Hm. In dem das Potluck dann letzten Endes stattfinden soll. Mhm. Aber es ist, also ich wohne nur fußläufig ungefähr 5 Minuten von der Ruhr entfernt. Also zur Not könnte man das. Und ich habe mir halt gedacht, dass wir dann abends einfach an die Ruhr gehen. Dass wir dann da mal gucken, ob man da vielleicht auch ein kleines Feuerchen machen darf. Schauen wir einfach mal. Ich meine, ich hätte aber schon mal eins da gesehen. Mhm. Dass wir dann vielleicht da einfach uns zusammenrotten. Schön. Also einfach einen schönen Tag mit.
sag mal, du sagst, das ist nicht ein reines Rohkost-Ding, sondern wer vegan mitbringt, ist auch in Ordnung. Mhm. Und ja, also 8. Juli in Bochum, Veranstaltung ist unten verlinkt. Und ja, das ist jetzt das quasi das letzte Video von. Ich muss auch einmal kurz anmerken, es gibt dann Übernachtungsmöglichkeiten. Ich habe eine ziemlich große Wohnung. Okay. Ein Zimmer wird bis dahin leer sein. Da wird dann wahrscheinlich auch schon jemand drin schlafen. Also ich kriege dann wahrscheinlich einen Mitbewohner. Zumindest ist das der Stand der Dinge. Und ja, also dann könnte sowohl bei mir im Zimmer noch mit geschlafen werden, also in meinem Schlafzimmer, als auch in der Küche, die ist groß. Wohnzimmer ist auch recht groß. Bloß halt Matratze halt mitbringen und Schlafsack. Genau, also Schlafsack, Isomatte und gegebenenfalls Matratze. Ich habe auch, meine ich, noch zwei größere Luftmatratzen. Ich weiß noch nicht, ob die gehen, die hatte ich von meinen Eltern bekommen. Mhm. Möglichkeit zum Zelten bestünde gegebenenfalls auch noch bei uns im Garten. Mhm. Aber weil der Platz ja dann für das Rohkostbuffet und so weiter gebraucht wird, zumindest am Samstag, ist das mit dem Zelten dort nicht so ganz optimal. Also es gibt auch einen Campingplatz in der Nähe von mir. Das ist fußläufig ungefähr 10 Minuten entfernt. Da kann man natürlich auch noch hin ausweichen. Mhm. Naja, da wirst du Bescheid. Also die ganze Information gibt es sicherlich alle auch in meiner Facebook-Veranstaltung, dem Link, den ich euch unten gepostet habe. Und jo, da würde ich sagen, also wie gesagt, danke nochmal und verabschieden wir uns, oder? Ja. Gut, tschüss. Tschüss.